Leute, Venom ist wieder back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Auch in dieser Woche gibt es Rocks Games wieder einige nice Angebote, die du da draußen und auch jeder andere GTA 5 Online Spieler auf jeden Fall ausnutzen sollte. Falls du neu bist, lass kurz ein Abo da, Road to 50k, mach auf jeden Fall die Glocke an, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Und wenn du Bock hast, gib schon mal gerne ein Like für das Video. Ich würde sagen, wir starten sofort rein. Wie immer ganz kurz noch eine Person gegrüßt, die unter dem letzten Video einen Kommentar geschrieben hat. Gruß geht raus an Krizzle. Es wurde nämlich geschrieben, kannst du mich bitte mal in einem deiner Videos grüßen. Ich verfolge dich schon länger, bringst immer guten Content, finde ich nice. Krizzle, danke dir für den Kommentar und Gruß geht raus an dich. Ich gehe mal davon aus, ihr kennt mittlerweile das Format. Wir schauen uns die Angebote von dieser Woche an und dann werden wir sagen, ob sich dieses Angebot entweder lohnt, also ob ihr es kaufen sollt, oder ob ihr davon den Finger weglassen solltet, weil es einfach ein unnötiges Angebot ist. Ich würde sagen, wir starten sofort rein bei Legendary Motorsport. Falls du aber noch mehr Geld in GTA Online haben willst, solltest du ganz kurz bei meinem Partner JG Gaming vorbeischauen, weil da kannst du dir nämlich selber raussuchen, wie viel Millionen Dollar du in GTA Online eigentlich haben willst. Ganz egal, auf welche Konsole. Und das allerbeste, mit dem Code VENOM10 bekommst du 10% Rabatt auf alles und 10 Millionen Dollar obendrauf kostenlos zu jeder einzelnen Bestellung einfach so geschenkt. Also wenn du Geld in GTA willst, drück auf den ersten Link unter dem Video in der Beschreibung und benutze den Code VENOM10 für 10% Rabatt. Wir haben bei Legendary Motorsport zunächst den Pfister Growler am Start und zwar ist der von 1,6 Millionen auf 1,1 reduziert und da kann man eigentlich sagen, da macht man nichts falsch, also den könnt ihr euch gerne in dieser Woche kaufen, ihr spart euch immer einiges an Geld und das Fahrzeug ist ja relativ neu noch im Spiel und auch eigentlich ein ziemlich gutes Fahrzeug. Also hier auf jeden Fall gerne zuschlagen. Dann geht es auch schon weiter bei der Seite von San Andreas und wir kommen zum allerwichtigsten Teil von diesem Video und zwar zu LCC Sanctus. Das ist das Halloween Motorrad und das ist reduziert von ca. 2 Millionen auf 1,3. Ihr spart euch 700.000 und deswegen ein ganz klares Ja, denn dieses Motorrad ist noch genau bis Donnerstagmorgen um 10 Uhr da und dann ist es nicht mehr im Spiel, erst wieder nächstes Jahr an Halloween. Also wenn du das Motorrad noch nicht hast, ich kann dir garantieren, kauf's dir, ansonsten geht's erst wieder nächstes Jahr. Dann machen wir weiter bei der Seite von der Arena War und dort haben wir nämlich 5 Fahrzeuge im Angebot und zwar alle Arena-Fahrzeuge mit der Variante Albtraum, wie ihr gerade sehen könnt und somit kann man auf jeden Fall bei allen 5 Fahrzeugen sagen, ganz klares Ja, da könnt ihr auf jeden Fall auch zuschlagen. Denn jedes von diesen Fahrzeugen ist einfach mal um die Hälfte, also um 50% runtergesetzt und das ist eigentlich nur extrem selten der Fall. Und generell Arena-Bau-Fahrzeuge sind so selten im Angebot, das ist vielleicht, keine Ahnung, einmal in einem halben Jahr. Von daher auf jeden Fall klares Ja, schlagt auf jeden Fall zu, wenn ihr noch keine Arena-Bau-Fahrzeuge besitzt und sucht euch hier auf jeden Fall irgendwas Schönes raus. Und dann haben wir natürlich auch noch wie jede Woche eben Immobilien im Angebot und zwar auf der Seite von der Mailspring. Da haben wir nämlich in dieser Woche alle Spielerhallen reduziert. Und auch hierbei spart euch wieder extrem viel Geld, wenn ihr noch keine Spielerhalle besitzt, schlagt auf jeden Fall zu, also auch wieder ein klares Ja, denn generell alle Immobilien sollte man eben ja ausnutzen, wenn sie eben im Angebot sind. Und somit ist es jetzt tatsächlich das allererste Mal der Fall, dass wir eine Woche haben, wo kein einziger schlechter Rabatt mit drin ist. Also alle Rabatte, die ich euch gerade gezeigt habe, sind auf jeden Fall gut und da könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen. Sonst ist es ja meistens so, dass es mindestens immer 2, 3 Sachen gibt, die man auf jeden Fall nicht kaufen sollte. Aber in dieser Woche gerne bei jedem zuschlagen. Wie bereits erwähnt, denk an das Halloween Motorrad, hier kannst du es gerade nochmal sehen, das kommt erst wieder nächstes Jahr, also heute hast du die allerletzte Chance, um dir das eben zu kaufen und sparen, tust du dir aber auch noch was in dem Sinne, sollte es gewesen sein, wenn es dir gefallen hat, lass kurz ein Like da, falls du neu bist, abonniere den Kanal und mach auf jeden Fall noch die Glocke an, damit du keine weiteren Videos oder Livestreams mehr rund um GTA 5 verpasst. Ich bin raus, mach's gut Freunde, haut rein und ciao.